Hallöchen, ich mache jetzt Mittagessen. Ich war am Überlegen, was machst du denn? Guckst im Kühlschrank, was gibt es? Und daraus zauberst du jetzt irgendetwas. Und herausgekommen ist Spaghetti, weil ich habe gehackte Tomaten da, Räuchertofu, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, und das muss reichen für ein Spaghetti-Gericht. Legen wir los. Das kann ich schon mal in die Pfanne tun. Eine Zwiebel klein hacken, ich habe hier noch eine Knoblauchknolle, die jetzt allerdings ein bisschen nicht mehr ganz so frisch. Ich guck mal, was ich da rausholen kann. Ne, die kann man leider nicht mehr verwenden. Ja, die sind total verschrumpelt und eingegangen. Die muss leider weg. Aber dafür habe ich ja einen Ersatz für solche Fälle. Und zwar habe ich hier ganze Scheiben Knoblauch von Stay Spiced. Dann habe ich hier Räuchertofu. Und das versuche ich mal zu zerbröseln, weil ich möchte eine Hackfleischkonsistenz haben. Entweder zerbröseln oder ich kann es auch in kleine Würfel schneiden. Ich glaube, kleine Würfel kommt besser an. Das muss reichen. Ich habe hier zwei Dosen gehackte Biotomaten. Die werde ich für die Soße benutzen. So, dann nehme ich ein bisschen Olivenöl. Dann die Zwiebeln rein. Thank you.
Knoblauch rein. Dann den Tofu in die Pfanne. Und jetzt können wir die Tomaten reingeben, die gehackten Tomaten. Und wir können dann inzwischen würzen mit ein bisschen Salz. Dann habe ich hier orientalischen Pfeffer, den mag ich total gerne. Und was nehmen wir noch? Ich habe hier einiges an Gewürzen. Pizza und Pasta zum Beispiel. Ja. Weil ich kein Oregano habe. Sonst würde ich da Oregano reintun. Aber hier ist ja auch Oregano drin. Und dann immer mal wieder abschmecken. Das Ganze ist mir noch ein bisschen zu säuerlich, deswegen tue ich da ein ganz, ganz klein wenig Zucker rein. Ein bisschen mehr Salz. Oder ein bisschen mehr Vegetta. Perfekt. Jetzt passt es. So, das Wasser kocht für die Nudeln. Ups. So. Und jetzt können die Spaghetti kochen. Damit es nicht zu schnell kalt wird, bevor die Kinder da sind, decke ich das noch ab. Okay.